Eine Absichtserklärung wird dann unterzeichnet, wenn man sich in den Konditionen und der Transaktionsstruktur grundsätzlich einig ist. Und zwar bevor man in die Due Diligence startet, was fallen Kosten an, man gibt nochmal mehr Preis. Vieles ist unverbindlich, bis auf ein paar einzelne Punkte, wie zum Beispiel Exklusivität oder Vertragsstrafe, wo einem dann eben gewisse Transaktionssicherheit geben.